Was geht ab, meine werten Damen und Herren? Und willkommen hier. Rakete Mario, Markete Rario ist bereit zum Starten. Woohoo! Auf geht's in neue Gefilde. Flump. Oi. Ganz schön. Oh nein, nicht das schon wieder. Da komme ich doch ewig nicht rauf. Da ist noch ein Mond. Ja, also die Abgase, ne, Leute? Das passiert, wenn man zu viel Auto fährt. Merkt euch das. Nicht gut. Zack. Da gibt es wieder auch zwei Monde. Ah, Paragumbas. Da wollte ich nämlich gerade eben schon rauf, hat ja nicht ganz so gut funktioniert. Das erinnert mich gerade irgendwie an Lost Planet 2. Fliegen damit aber erstmal ins graue Nichts und müssen zusehen, wie man das Ding landet. Ah ja, hier ist noch eine Nuss, sehr gut. Im Nebel versteckte Nuss. So, das war der geheime Mond. Jetzt müssen wir nur noch den letzten offiziellen Mondsplitter finden. Guck mal, oh, ganz fies. Ist richtig Beton. Oh, da unten drunter. Nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, und damit haben wir den offiziellen Mond ebenfalls. Und damit ist das Level abgehakt. Ja, immer noch husten. Tut mir leid. Damn. Spaziergang im Nebel. Und Fuego. Man hat gar nichts gesehen. Schade. Gut, das war es auf jeden Fall damit. Danach würde ich jetzt ganz gerne noch... So. Einfach nur weil es geht. Mit durch dem Herzen des Waldes. Und da mal gucken, wo die Dinger jetzt sind. Das lässt mich einfach nicht in Ruhe, Leute. Es lässt mich nicht in Ruhe. Ich nehme das ja hier alles noch am Stück auf, aber ich krieg's nicht hin. Es lässt mich nicht in Ruhe. Ich will die jetzt haben. Ich lass mich doch nicht von Monden trollen. So. Jetzt müssen wir eh nur hier runter. Zack, einmal flupp. Das lässt mich nicht in Ruhe. Und der eine Mond war tatsächlich der Baum, den wir da bewegt haben. Der da links vorne steht. Das ist tatsächlich der eine Mond, den Nintendo mal getweetet hat. So, irgendwo. Hier muss ein Stein rumliegen und wir müssen noch so ein Münzding cappen. Da ist so ein Münzding, dann machen wir den mal zuerst. So, der gibt mir ein bisschen Cash. So, und diese Schießfunktion müssen wir wahrscheinlich benutzen, um die Blume anzuschießen oder irgendwie die zu düngen damit. So, das kostet natürlich eine Menge Cash. Aber... Oh mein Gott, das wird... Oh Gott, dauert das lange. Oh Gott, was ist das denn für ein Mond? Ja, ich spam so schnell, ich kann das. Oh Gott. Meine Fresse, ist das anstrengend. Oh, 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 oh. Ja, ja. Wachse. Wachse doch. Das ist die Blüte. Ja, wir haben ihn. Der wahrscheinlich teuerste Mond der Welt. Oh. Oh, okay, dann nehmen wir vielleicht den Baum. Das wäre einfacher. Ups. Nein, verfehlt. Ich habe keine Lust, dass die Pflanze jetzt wieder eingeht. Einfach so, weil sie kein Cash mehr kriegt. Ey, das wäre so scheiße.
Oh, Münzen füttern für den heilige Kacke. Also war tatsächlich, meine Hinweise waren gar nicht so verkehrt gerechnet. Ich habe nur nicht mit den Gegnern mitgedacht. So, und irgendwo muss noch ein Stein rumliegen. Bin ich mir schon fast sicher, weil hier ist nichts weiter. Ist irgendwie auch nicht. Oh, nein. Nicht du. Nicht du. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bin nicht da. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gerochen. Okay, wir gehen vielleicht mal einen etwas größeren Bogen um unseren Freund herum. Ey, ist ja wirklich ein Stein. Das ist auch wirklich... Das ist nicht wahr, Alter. Okay, der ist richtig unfair versteckt. Ist aber auch der einzige Stein, den es hier gibt, soweit ich weiß. Also wir haben jetzt... In den letzten Folgen sind wir hier die ganze Zeit rumgelaufen. Da war keiner weiter zu sehen. So, danke. Okay. Rollfels im Herzen des Waldes, damit haben wir alle. Ein Glück. Hier ist halt wirklich nirgendwo noch ein Stein. Also, die man kicken kann. Oh. Oh, Glück gehabt. Wobei, ich hätte mich auch rauscappen können, fällt mir gerade mal auf. Egal. Egal. Wir haben's. Wir haben's sowieso. Okay. guck mal, wir kommen sogar woanders raus. Ey, yo. Nice. So, hier oben soll es nochmal einen geben. Zwei anscheinend sogar. Wieso sind hier Samenflächen eigentlich? Okay. Komm ich da rauf? Hier drüber? Hier ist noch eine Nuss, die hatten wir aber schon. Achso, da komme ich gar nicht rauf. Okay, dann da. Die Musik ist so geil, die ist so catchy. Ich mag die total gerne. Oh. Ach ja, hier kommt. Doch, hier kommen wir raus. Okay. Ah, der Musiknotenmond. Oh mein. Das ist nicht euer Ernst. Wieso. So schnell? Ich sehe irgendwo einen Paragumba? Nee, nur ein Bruder. Mit dem kann... Doch, mit dem kann ich. Der kann so hoch hüpfen. Oder? Nee, kann er nicht. Nee, kann er wirklich nicht. Hier muss ein Paragumba sein. Hä? Boah. Ja, hier muss irgendwo ein Paragumba geben. Scheiße. So, die Nuss da vorne haben wir. Die kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Warte mal, hinter uns ist noch was. Okay, gehen wir mal da hoch. Hinter uns soll irgendwie noch was sein, hä? Ist da nochmal eine Nuss aufgetaucht, oder? Da ist ein Mond. Der ist echt tot. Der ist tot, Alter, ist der. Aber müsste der nicht da sein, hier ungefähr? Der wird mir nicht mal angezeigt. Strange. Aber da ist ein Hut, ein fliegender. Ist da nochmal ein Bosskampf? Cool. Ah, da. Der Strohpuppenjunge. Oh. Das könnte tricky werden. Schau, wieso, oder? Ja. Jawohl. Eds, Pets, Lemon Squads. Tic-Tac-Turnier 3. So. Zwei Gemälde in einer Welt. Und so nah beieinander. Irgendwie schon komisch. Ach, der ist da vorne, deswegen wird er mir nicht richtig angezeigt. Ja, da muss ich hinfliegen. Kann ich vergessen.
Nee, okay. Ich dachte kurz, da ist ein grüner Böpsel drauf und deswegen kann man ihn vielleicht kriegen. Aber nein. Ah ja, da ist auch nochmal ein Tic-Tac-Turnier. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Oh, der ist hart. Nee, das schaffe ich so nicht. Oh, Mist, das geht nicht. Nee, kann ich vergessen. Nee, das kann ich auch vergessen. Mist. Oh, der ist jetzt, der ist tricky, der ist richtig tricky. Der Cycle fängt halt total kacke an. Ich kann mich halt in der Luft dann nicht mehr drehen, also gar nicht. Wobei ich könnte hier stehen. Nee. Also das Einzige, was ich machen könnte, wäre hier stehen. Na, zu nah. Hier stehen. Oder hier stehen vielmehr. Den dagegen werfen und dann. Das ginge eventuell noch. Oder hier. Nee, zu langsam. Nee. Okay. Ein Dreifachsprung wäre noch möglich, eventuell. Ah ja, hier. Ah, das ist ein bisschen frustrierend gerade. Aber vielmehr schwierig. Die Zeit ist so knapp. Oh, und dann passiert sowas und denke, ach Mann. Ja, gib her. Okay, haben wir. Puh, Tic-Tac-Turnier 2. Dann haben wir hier nochmal einen. Okay, können wir nicht beschleunigen, schade. Ah, da ist eine Nuss. Die waren hier gleich um eine Ecke, oder? Die Strecker? Vollstrecker? Die da, genau. Zack. Zack. So. Haben wir den auch? So, die Nuss im Roboter-Lagerraum. Hier vorne haben wir nochmal eine. Mal hier rüber. Da ist noch mal was, genau. Und nochmal zwei Stück. Die könnten wir uns noch mal holen. Ui. Oha. Okay. Ich vermute, dass Nummer 2 ein bisschen komplizierter sein wird zu kriegen. Das ist wahrscheinlich Nummer 1. Den holen wir uns mal als erstes. Wie auch immer das gerade ge... Hab nichts gesagt. Ja, Nummer 2 wird da hinten unten irgendwo sein. Vermute ich mal. Zack. Das war dumm. Ich wollte einen Longjump machen, war aber schon ein bisschen von der Kante runter. Nicht so gut. Oh Mann.
Ich habe Y nicht gedrückt gehalten. Der Sprung gefällt mir aber sehr gut. Och Mario, mach doch nicht so... Mach doch nicht so viel Müll. Junge, Junge, Junge. So, das wird der erste sein, da hinten irgendwie, entweder hinter der Steinwand oder sonst irgendwie. Mach doch nicht so viel Müll. Du Junge, was machst du denn? Kam da gerade eine Riesenkugel, Willi? Habe ich mich gerade nur verguckt oder kam da gerade wirklich eine Riesenkugel, Willi? Alter, da ballert eine Riesenkugel, Willi, von hinten einfach raus? Boah. Guck am besten gar nicht erst hin. Jo. So, einfach erstmal durch hier. Durch die Kugelwilli-Hölle. Ach, daneben. So. Die Rumpelstraße rauf und runter. Da kommt Riesenkugelwilli, Alter. Ich komme ich da niemals mehr durch. Aber wobei der... Wir wissen ja, der Zyklus wird resettet, ne? Nein! Mario, warum? Warum genau hast du getroffen? Mann! Voll scheiße. Okay. So, jetzt ist wenigstens der ganze Weg wieder da. So, ich muss nur noch mal bis nach hinten erstmal. So, den will ich nicht. Das hat irgendwas mit dem hier zu tun. Jo. Wusste ich's doch. Unter der Rumpelstraße. Das ist irgendwie was zu auffällig, als dass da... Da kommt eine Riesenkugel, Willi, warum? Okay. Gut, haben wir das auch. Ich treffe immer erst beim zweiten Mal. Ach Mann. Ich müsste eigentlich echt üben. So, oh, wir haben nur so viele Monde übrig. So geil. Also eigentlich nicht so geil, aber... So. Und so. Ah, genau. Hinweiskunst war es, genau. Ich überlege auch schon, ob ich die Hinweiskünste immer holen soll. Weil hier wissen wir ja zum Beispiel, wo die Hinweiskunst ist. So ungefähr. Ich glaube, die werde ich mir dann immer nachdem wir hier diese ganze Welt durchhaben, holen. Also ich finde es zumindest sinnvoll, weil dann haben wir halt tatsächlich die ganze Welt komplett. Muss ich halt nicht irgendwie drauf achten. Was bist du denn? Ist egal. Okay, ist wirklich das, was ich dachte. Okay. Zack, zack. Ist genau hinter mir. Ja. Ah, Mist, reicht wirklich noch nicht. Nein, er hat alle Goombas gekillt. Er fliegt höher. Der miese Harald. Einen brauchen wir noch. Der da. Ah, gib mir einen Goomba und vor allem fliegt mir nicht hinterher. Ist egal, wir haben ihn. Nein, das ist doch nicht wahr. Nein, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Oh Gott. Wir sind auf seiner Höhe, oder? Nee, wir sind eins drunter. Jetzt sind wir auf seiner Höhe. Goomba, ja. Nein! Gumbi! Jawohl. Pow. Geilo. Wow. So. Wow. Unruhestifter im Himmelsgarten. Schwer zu lesen übrigens. So, und den einen, da können wir uns auch nochmal holen. Aussichtsplattform.
Puh, das war gerade ganz schön harter Tobak. So, holen wir uns jetzt, weil es die letzte Folge, die ich jetzt für die Session aufnehme. Jamtnja! Reingecasht. Beim Zugang zur Eisenbergstraße. Gehen wir schwimmen oder nicht? Was machst du für ein Gesicht? Dunsen Schnicksen. Die fühlen sich anscheinend wohl. Ja, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sind langsam ziemlich gut durch. Uns fehlen noch 14 Monde. Zwei davon vom Rennen und ein paar Amiibos. Ja, es sind doch noch ein paar mehr. Ja, hier noch ganz viele. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal zwei Stück. Zwei durchs Rennen und ja, ihr seht's ja. Hier ist nochmal die Hinweiskunst, die werden wir uns dann ganz zum Schluss holen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, der Raccoon Style Play. Ciao. Geilo, Mann.